General Gaza, euch hatte ich hier nicht erwartet. Oder Agent Balka. Die Lage im Senat ist so kompliziert, dass ich sie über Holo leider nicht erklären kann. Es könnte sein, dass mein Büro abgehört wird. Was ich vorhin sagte, ist wahr. Der Senat hat eine Anhörung einberufen, um das Vorgehen der Sondereinheiten zu untersuchen. Allerdings wusste ich da noch nicht, dass der Senator, der hinter diesen Vorgängen steht, in Wahrheit ein Geheimagent des Imperiums ist. Die ganze Anhörung ist eine Farce. Wie ist es möglich, dass ein Agent des Imperiums in den Senat gewählt wurde? Gar nicht. Sie haben einfach jemanden gekauft, der schon einen Sitz hatte. Wir haben Beweise dafür. Sein Name ist Xian. Er vertritt einen winzig kleinen Felsbrocken inmitten einiger sehr profitabler Handelsstraßen. Mit Hilfe des imperialen Geheimdiensts hat Senator Xian langsam an Einfluss gewonnen. Und jetzt setzt er ihn gegen uns ein. Das ist nur ein weiterer Angriff des guten alten General Rakton. Xian lässt den Chaos-Trupp suspendieren, damit Rakton eine Atempause hat, um den Krieg wieder in die von ihm gewünschten Bahnen zu lenken. Wie gehen wir vor? Sollen wir Xian verhaften? Nicht ganz. Das Militär ist dazu nicht befugt. Und wenn wir Xian festhalten, bestärkt das nur seine Anschuldigungen, dass wir unseren Einfluss missbrauchen. Ich möchte, dass ihr zu der Anhörung geht, so wie der Senat es will. Wir dürfen nicht riskieren, dass er entkommt. Geht hin und verhaltet euch respektvoll. Wenn ihr an der Reihe seid, auszusagen, präsentiert die Beweise, die der SID gesammelt hat. Die muss der Senat dann untersuchen und wir können unsere Operationen fortsetzen. Ich werde das in 0, nichts aufgeklärt haben. Denkt daran, Senator Xian wird um jeden Preis versuchen, euch als gemeingefährlich darzustellen. Tut nichts, was gegen euch verwendet werden könnte. Ich werde in meinem Büro warten. Erstattet mir Bericht, sobald die Anhörung abgeschlossen ist. Wegtreten. Viel Spaß, Major. Willkommen, Major. Wir danken euch, dass ihr euch die Zeit nehmt, persönlich auf unsere Bedenken einzugehen. Senator Xian, bitte. Danke sehr. Wie viele von euch bereits wissen, gilt der Chaos-Trupp weithin als die beste Infanterieeinheit im Militär der Republik. Durch seinen Ruf hat sich der Trupp eine Menge Spielraum erarbeitet. Sogar so viel, dass er zu einer Gefahr für die Republik geworden ist. Meine Freunde und Kollegen, fragen wir uns doch, was der Chaos-Trupp eigentlich Tag für Tag tut. Ich finde es beunruhigend, dass niemand das so genau weiß. Wir erinnern uns doch alle, wie der letzte Kommandant des Chaos-Trupps spurlos verschwand. Ich habe keinen Zweifel, dass ein Verbrechen stattfand, das vertuscht wurde. Und dann der ganze Unsinn mit der Faust-Superwaffe. Eine unerhört teure Mission, um ein wissenschaftliches Projekt zu zerstören, dessen Bedrohungspotenzial nicht einmal erwiesen ist. Das Imperium griff uns nach dieser leichtsinnigen Mission mit voller Stärke an. Warum wurde der Senat nicht mit in die Entscheidung einbezogen? Xian tut das alles nur, weil das Imperium ihn dafür bezahlt. Ich habe Beweise. Das ist unerhört! Wollt ihr diese unbegründeten Anschuldigungen wirklich dulden? Der Kommandant des Chaos-Trupps verdient es, dass wir ihn anhören. Das ist doch absurd. Ich habe diese Anhörung veranlasst, um Fakten zu präsentieren und keine paranoiden Wahnvorstellungen. Wenn ihr den Mund nochmal aufmacht, werdet ihr es bereuen, Xian. Bitte bewahren wir doch Ruhe. Ich wüsste keinen Grund, weshalb wir das Verfahren nicht kurz unterbrechen sollten, um die neuen Beweise zu begutachten. Wachen, regelt den Bereich ab und lasst niemanden raus, bis wir bereit sind, uns wieder zusammenzufinden. Senator Xian, angesichts der Beweise muss ich veranlassen, dass die Senatsgarde euch wegen Hochverrats in Gewahrsam nimmt. Aber das ist doch Wahnsinn! Ich bin kein Verräter! Was auch immer ihr gesehen habt, es muss eine Fälschung sein! Das ist ein Militärkomplott! Nehmt bitte unsere Entschuldigung an, Major. Ich hoffe, ihr versteht, dass wir euch nur aus guter Absicht herriefen. Es ist eure Pflicht, euch zu vergewissern, dass wir im Interesse der Republik handeln. So ist es. Und ihr sollt wissen, dass wir eure unermüdlichen Bemühungen zur Verteidigung der Republik zu schätzen wissen. Angesichts der neuen Beweislage erkläre ich diese Anhörung hiermit für beendet. Ihr könnt gehen, Major. Major, ich bin Lieutenant Mai, General Gazas neue Assistentin. Es ist mir eine große Ehre, euch kennenzulernen. Ich freue mich auch, euch kennenzulernen, Lieutenant. Ist General Gaza zu sprechen?
General Gaza musste leider fort. Ein dringender Notfall auf Corellia. Ich kann euch per Holo mit ihr verbinden, wenn ihr wollt. Das wäre großartig, Lieutenant. Einen Augenblick, bitte. Major, wie ich höre, ist unser Dilemma gelöst. Es kursieren bereits Berichte über Sians Nebeneinkommen. Damit hätte Rakdon uns begraben können. Wenn der SID nicht durchgekommen wäre, wenn ihr den Senat nicht überzeugt hättet, die Beweise zu überprüfen, dann wären wir erledigt. Gut gemacht. Ich bin nur froh, dass alles geklappt hat. Wir hatten Glück. Daran gibt es keinen Zweifel. Kommt so schnell wie möglich hierher nach Corellia. General Rakdon selbst ist auf dem Schlachtfeld. Das ist die Gelegenheit, auf die wir gewartet haben. Ich bringe den Chaos-Trupp sofort nach Corellia, General. Ihr erhaltet ausführliche Informationen, sobald ihr gelandet seid. Gaza, Ende. General Rakdon, das klingt, als solltet ihr euch beeilen, Major. Viel Glück.